Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Community-Tool, schon wieder von Scriptim. Und ja, wir sehen hier unten auch seinen GitHub-Link. Wie gesagt, da gibt es noch andere coole Sachen, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Und heute will ich euch den Bash-Prompt-Generator zeigen. Und das ist tatsächlich ein Tool, das möchte man wirklich nicht von Hand machen müssen. Deswegen umso praktischer. Und ja, ich möchte euch ganz kurz zeigen, was genau das ist, denn das verlangt tatsächlich etwas Erklärung. So, wir können uns hier aus diesen ganzen Dingern hier, können wir uns eine Prompt zusammenstellen. Was versteht man unter einer Prompt? Das, was hier vorne dran steht, das ist eine Prompt. Das heißt, das ist quasi das, was vor jedem eurer Befehle angezeigt wird, und das kann man auch verändern. Und wir wollen jetzt zum Beispiel erstmal den Usernamen haben, dann wollen wir wollen das Datum haben, wir wollen die Zeit in 24 Stunden haben und wir wollen, nee, das war es eigentlich, was wir wollen. Und ja, dann wollen wir zum Beispiel hier noch einzelne Sachen verändern. Also ihr könnt da draufklicken und könnt die natürlich auch wieder entfernen oder sie auch noch ein bisschen verändern. Zum Beispiel wollen wir den Usernamen dick schreiben und das Datum soll schräg gedruckt oder kursiv gedruckt sein und die Uhrzeit soll Vordergrundfarbe grün und Hintergrundfarbe schwarz haben. So könnte man das zum Beispiel machen. So, und jetzt haben wir hier unten einen wirklich extrem langen Befehl, vor allem sehr, sehr unleserlich, aber das Tolle ist, wir wissen ja, was das ganze Ding bedeuten soll und wir müssen es nicht selber übersetzen. Jetzt können wir wieder einfach auf unsere Prompt gehen, auf unser Terminal gehen und anschließend diesen Befehl hier einfügen und hier sehen wir schon, hier steht jetzt Morpheus, dann steht hier Dienstag, August 22, das ist eben heute, also der 22. August und es ist ein Dienstag, wer hätte es gedacht. Und es ist 12.26 Uhr und eine Sekunde und wenn ich jetzt neu klicke, dann sehen wir hier schon, ah okay, es ist 16 Sekunden und 20 Sekunden und so weiter und so fort. Also das ist jetzt quasi meine neue Befehlseingabe. Hier hinten dran kann ich jetzt alles mögliche als Befehl eintippen. Das heißt zum Beispiel kann ich auch sagen, Echo Hello World. Und es wird Hello World ausgegeben. Also im Prinzip alles, was man hier jetzt schreiben kann, ist quasi, es ist immer noch euer Terminal ganz normal, wie gewohnt, also eure Bash im Endeffekt. Aber, oder in meinem Fall zumindest die Bash. Aber ja, bei euch steht dann eben was anderes vorne dran. Und wenn euch gefällt, was da dran steht, das heißt, wenn ihr hier zufrieden seid mit dem, dann könnt ihr das Ganze auch noch in eure Datei, und zwar in folgende Datei. Ich mache das Ganze jetzt mal ganz kurz mit Vim. Obwohl, ich zeige euch einfach nur kurz den Pfad, dann könnt ihr es da selber eintragen. Und zwar ist die im Home-Verzeichnis und heißt .bash, ach komm schon, bashrc. Das ist die Datei, wo man das ganze Ding eintragen kann. Und dann schreibt man da einfach genau diese Zeile hier dort rein und schon hat man hier vorne immer diese Prompt. Ja, und das ist dann immer im Prinzip euch überlassen, was ihr hier genau haben wollt. Ihr könnt euch das so zusammenklickern, wie ihr es hier braucht. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch soweit schon mal gefallen und ja, viel Spaß beim Zusammenklickern von eurer eigenen Prompt. Wir hören uns beim nächsten Mal und ich möchte mich nochmal ganz kurz bei Tim bedanken für dieses coole Tool. Ja, bis dann, ciao.